Ja, mit Lassie haben wir eine alte Dame, die so heißt, weil sie in Portugal, wo sie eigentlich herkommt, so getauft worden ist. Lassie ist ein Hund, der sehr, sehr ängstlich ist noch, der also bei uns auch erstmal im Tierheim ankommen muss, ist jetzt seit 3 Wochen bei uns und kommt langsam mit der neuen Umgebung gut zurecht, geht jetzt auch schon ein wenig Gassi und hat seinen ersten Tierarztbesuch schon hinter sich, wird jeden Tag gebürstet, weil er mit seinen langen Haaren natürlich auch eine sorgfältige Fellpflege braucht, ist aber ansonsten noch sehr, sehr schüchtern und muss noch ein bisschen auftauen. Bin aber sicher, dass auch die Lassie, wenn sie denn auf einem Platz ist, wo sie sich zu Hause fühlt, ein ganz in Anführungszeichen normaler Hund wird. Ein Hund, der viel Gefühl braucht, der nicht unbedingt jeden Tag auf den Berg gehen muss, dem es reicht, wenn er einen kleinen Garten hat. Herrchen oder Frauchen, die mit ihm spazieren gehen, die auch gerne schon etwas älter sein dürfen. Es muss also nicht ein junges, umtriebiges Paar sein, sondern es ist ein Hund, der für Menschen jeden Alterssemesters eigentlich ideal geeignet ist. Er braucht, und das braucht sie wirklich, viel Liebe, viel Zuneigung und endlich einen Platz, auf dem sie ankommen kann. Ja, alle Hunde im Tierheim Ostermünchen können natürlich besichtigt werden während der normalen Gassigehzeiten. Vermittlungsgespräche führen wir nur gegen Voranmeldung unter der Telefonnummer 08067 180278. Gassigehzeiten sind jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr und am Nachmittag dann von 15:30 Uhr bis 18 Uhr.